Boah. Ja, moin. Ja, was? Ja, kann man mir erzählen, was man will, Digga. Aber ey, das war Wallhack gefühlt, Mann. Was war das? Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein, oder was? Jindoberek, meine Freunde, was geht ab? Ihr seht schon, wie immer in Cold War. Und heute zeige ich euch die MP5 und das, diese andere Zerstörung. Die geht so ab, das ist nicht normal. Viel Spaß euch und am Ende gibt es wie immer ein klasse Setup. Road to Dark Meta 5 von 29. Let's go, rein da! Ich sag es euch so, wie es ist, die MP5 ist anders okay. Guck mal, wie die plättet. Guck mal, wie die plättet. Die MP5, ohne Spaß, das ist für mich die stärkste Maschinenpistole im ganzen Spiel. Die Waffe ist so OP. Das ist echt nicht mehr lustig. Die ist so OP einfach. Guck mal, boah. Guckt euch an, wie OP die Waffe ist. Gar nicht mehr lustig. Guck, zack, weg. Beschützt. Aus der Hüfte sprayen, läuft auch mit der Waffe. Guck mal, Alter. Die Waffe ist krank, die plättet einfach anders schnell. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Wenn man gegen die MP5 spielt, hat man gar keinen Bock mehr zu spielen. Es ist einfach so. Ich bin nachgejoint, stehe 24-12. Ich habe eine verfickte 2er-KD. Einfach nur OP, dieses Ding. Diese Waffe muss einfach die stärkste MP sein. Ich habe einfach Angst davor, falls es noch eine Waffe gibt, die noch stärker ist. Guckt euch das an, wie die reinhaut. Das ist doch nicht mehr normal. Die plättet die Leute so weg, Alter. Das ist krank. Guckt euch an, wie die Waffe reingeht. Bam, weg. Richtmikrofon on spot. Ist gut. Ich weiß, dass da einer ist. Wir warten ein bisschen. Wir warten. Wenn er kommt, sprayen wir weg. Direkt. Bam. Noch einer hier. Zack, weg. Oh, 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 oh. Wo hier er kommt. Weg. Weg. Oh, hätte ich den noch, wäre ganz krank. Mann, ey. Sowas ärgert einen, Alter. Denkst du, Junge. Dann fühlt man sich einfach so Imba. Digga, einfach Imba. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Einfach Imba. Weg. Guckt euch mal an, wie die Waffe plättet, Junge. Wuhuhu, Baby. Anders krank. Anders krank. Ho. Mit Ansage jetzt zum Beispiel, dass hier MP5 OP ist. Mit Ansage jetzt. Oh, hier ein Richtmikrofon. Okay, eins auf der Linie. Zu dem hin, zu dem hin. Nein, zu wenig Munition. Aber hätte ich mehr Munition. Hätte ich mehr Munition. Digga, das ist doch gerade das perfekte Beispiel dafür, dass die MP5 OP ist, oder nicht? Junge! Die MP5 und ich. So. Komplett OP dieses Ding, ich schwör's euch. Anderes Level dieses Ding einfach. Gar nicht mehr lustig, Junge. Was mach ich mit denen? Ah, ich hab gechoked fast. Aber was mach ich mit denen gerade? Ich schwöre. Guck mal, wie die plättet, Digga. Findet ihr das normal? Leute, findet ihr, dass die MP5 normal ist? Ich glaube nicht. Echt nicht. So, tschüss. Die ist nicht normal. Ich schwöre, diese Waffe ist nicht normal. Wer mir sagen will, dass die MP5 normal ist, der hat gelitten oder so. Ich schwör's euch. Guck mal, wie die plättet, Mann. Ich nehme die aber auch gerade anders hoch. Die wissen gar nicht, was abgeht. Die wissen gar nicht, was abgeht gerade, Gegner. Ich schwöre, die fangen doch gleich einfach an zu heulen. Die fangen einfach an zu heulen gleich. Also müsste ich gerade gegen mich spielen? Gar keinen Bock. Ja, ich habe einfach eine perfekte 3er-KD. Eine 3er-KD. Ich habe die Gegner komplett zerstören. Wenn ein guter Spieler die MP5 spielt, dann ist die Waffe OP. Die ist einfach anders krank. Also meiner Meinung nach bis jetzt die beste Maschinenpistole. Und ich würde jetzt einfach sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns übermorgen in aller Frische. Tschüdelü. Ja, wie zocke ich die MP5? Das ist die große Frage. Ich zocke das Microflex LED Visier, weil einfach ich feiere das Standardvisier von der MP5 nicht. Wenn ich das Standardvisier einer Waffe fühle,
dann zocke ich das Standardvisier. Aber in dem Fall das LED-Mikroflex-Visier. Die Mündung zocke ich die vorletzte Zockum-Eliminator wegen der Mündungsfeuerabschirmung und der vertikalen Rückschusskontrolle. Ups, das haben wir jetzt rausgemacht. Den Lauf zocke ich den vorletzten, den 9,1 gezogenen Lauf. Wegen der effektiven Schadenreichweite in der MP5 macht einfach auf die Distanz nicht so viel Schaden wie ein Sturmgewehr. Und deswegen zocke ich auf der Maschinenpistole gerne die effektive Schadenreichweite im Allgemeinen. Körper habe ich den Tiger-Team-Scheinwerfer. Wenn der Scheinwerfer auf irgendeiner Waffe zur Auswahl steht, nehme ich den immer direkt, weil das ist ein kleiner Wallhack, der Aufsatz. Also immer wenn dieser Aufsatz irgendwo zu sehen ist, nehme ich den. Keine Frage. Unterlauf zocke ich den Feldagentengriff, auch wegen der vertikalen Rückschusskontrolle, damit ich auf Distanz schön präzise sein kann. Kommen wir zum Magazin. Magazin zocke ich das 40 Schuss Schnelllademagazin. Ich will schnell nachladen und mehr Schuss haben. Ganz einfacher Grund. Handgriff zocke ich den letzten, den Luftelastik-Umwicklungshandgriff. Oha, ganz schwieriges Wort. ZV-Zieldauer zuckungsresistent und Zielen beim Hinlegen. Also man kann auch dropshotten. Das ist mir immens wichtig, weil ich dropshotte halt gerne. Scuff aber auch gerne rum mit R3, weil ich keinen Scuff habe, ich zocke Standard-Controller. Und ja, kommen wir jetzt zum Schaft. Alter, was hängt der hier, der Schwanz hier? Kommen wir zum Schaft. Schaft zocke ich kein Schaft. Ja, damit wäre es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis übermorgen, wie immer.